So, YouTube, willkommen in der Opiumhöhle. Wir sind dabei, gerade hier alles zu erkunden in, ja, Thailand, Indien, Indonesien. Aber hier geht's jetzt zum Schmugglerversteck. Hier ging's nämlich sonst nicht weiter. Aber jetzt geht's Janita weiter. stellt Grog her, typisch für ihr einfaches Gemüt. Ich mag es etwas feiner. Hier machen wir Mohnsamen zu Opium. Doch nicht irgendein Opium. Wir nennen es blauer Lotus. Rein Natürlich. und lieblich. Die schönste Traumfahrt im Indischen Ozean. Es vertreibt Sorgen und lindert Schmerzen. Durch Leute wie euch gibt's von beidem mehr als genug. Das Ich bin doch Geschäft nicht läuft schuld. gut. Zuh. Wir können euch bei euren Schmuggeloperationen helfen, Captain. Das Ruder bietet gegen eine Gebühr Geschäftsgelegenheiten und Lizenzen für verschiedenste Waren an, die Profit versprechen. Der Rauch muss die Massen erreichen. Wir sind hier, um euch bei eurer ersten Investition zu helfen. Na, dann gucken wir doch mal. Veredle deine Mohn, um blauer Lotus Opium herzustellen und für kommende Aufträge zu lagern. Nutze die Zeit der Fertigstellung weise, indem du noch mehr Mohn sammelst oder die Produktion auslieferst. Die große Kompanie bewachen große Mengen der Rohmaterialien, die das Ruder braucht, in ihren Forts. Das ist eine großartige Gelegenheit für dich, allerdings ist es gefährlich, ein solches Unterfangen allein anzuführen. Du solltest also andere Kapitäne finden. Ja gut, also nichts für uns. Okay, Übersicht. Meister Destillateure. Eröffne deine Chance 10% einem weiteren Gegenstand. Okay, was ist das denn hier? Okay. Hier können wir also Sachen aufwerten. Und wir haben 222 von denen. Am Ende der Saison werden alle Verbesserungen zurückgesetzt. In 77 Tagen. Also das ist zum Beispiel so eine Sache. Warum sollte ich mir das hier überhaupt... Also ich würde doch niemals die Münzen ausgeben. Werden die auch zurückgesetzt? Denn das ist so eine Sache, okay. Das ist eine Spielmechanik, die mir keinen Spaß macht. Weil ich nie fertig werden kann. Und alles wird zurückgesetzt. Ich hasse sowas tierisch. Okay, Zuckerrohr. Mohn. Nur da oben in Leskal, nicht? Oder da... Lager der Wilderer. Die verkaufen auch alles, oder? Okay, dann fahren wir danach nach Leskal zurück. Und gucken, wer da den Mohn hat. Bei 64 Mohn ist, glaube ich, gar nicht schlecht. Aber auch schade, ist genau gleich aufgebaut, nicht? Nur, dass unten jetzt nicht Rumfässer, sondern das Laboratorium sind. Wir können sogar ein bisschen... Mohn liefern, weil wir ein bisschen Mohn bekommen haben schon. Und kriegen dadurch 22 blauer Opium. Es ist nicht viel, aber genug. Nicht, ist so ein bisschen geändert. Aber da ist zum Beispiel wieder das Ding, was hin und her wackelt, aber diesmal wackelt nichts im Hintergrund oder man sieht es nicht. Oh, das ist ein riesiger Kopf. So, die ersten blauer Lotus-Opium. Oh, episch. Sehr gut. Versorgungswege, Auftragsregister. Zwanzig blauer Opium. 23 Schädelrum. Schaffen wir jetzt eh erstmal nicht.
Jetzt gibt's sogar wieder... Ah, manchmal... Also man darf nur einmal M drücken, dann gibt's sogar die Karte. Warenhändlerin, die hat noch einen Auftrag. Und die Schmiede hat noch einen Auftrag. Okay, da wollen wir auf jeden Fall nochmal vorbei. Überall Mäuse und Ratten auf dem Boden. Bah! Ah, der Schmied war auf der Seite, deswegen habe ich es vorhin nicht gesehen. Ihr habt Piratenjäger besiegt? Glückwunsch. Doch lasst es euch nicht zu Kopf steigen. Diese sogenannten holländischen Kapitäne verdienen ihre Waffen nicht. Nehmt sie ihnen ab. Mach ich. Gebt sie den richtigen. Tu ich. Okay. Okay. Ui. Das haben wir alle schon. Nicht genug Silber. Wie teuer ist das bitte? Begrenzter Vorrat. Einmal. Nicht genug Silber. Ich habe 100.000. Normal. Okay, jetzt hat er keine Gegenstände mehr. Könnte irgendwas herstellen. Oh, können wir... Kiste voller Raketen. Mörserbomben. Mörserbomben müssten wir kaufen. Das wäre wichtig. Das wäre so wichtig. Jetzt können wir es kaufen. Mörser, Seefeuer 1, Rakete 1. Was macht denn die Rakete? Die Rakete. Erfordert besonderes Können. Schnellfeuernder Raketenwerfer, der einen Sperrfeuer aus explosiven Raketen entfesselt. Ach, das ist das, was die immer machen. Überliste fand ich blöd. Überlagernden Schuppen 4. Oh, eiserne Hülle 4. Was macht das Ding? Gegen Explosionen, nicht schlecht. Gegen Durchschlagen. Ich nehme mal hier eiserne Hülle 4. Kalverine 4 lernen wir auf jeden Fall. Mörser 1. Ich glaube, wir haben Mörser 1 schon dabei. Und ich rede ihn nochmal. Achso, neu anreden. Ich wollte noch was herstellen. Oh, wieder da? Ja, wieder da. Gekauft ist gekauft. Ja, ist ja kein Problem. Gekauft ist gekauft. Ja, okay, der Mörser 1 nicht. Den hat man automatisch, weil es nur Mörser 1 gibt anscheinend. Was habe ich denn gekauft? Das kann er gar nicht herstellen. Doch hier, die eiserne Hülle. 4, die könnten wir herstellen, oder? Wir haben, glaube ich, überlagernde Schuppen 3. Man kann leider nicht hier zoomen. Ich weiß nicht, wie man... Man muss schnell genug sein beim UI. Dann kommt man hier raus und kann rauszoomen. Um durchschlagend. Und die sind explosiv. Ich mach die mal, oder? Aber aus dem Traum wurde kein Zuhause. Und hier können wir auch nicht mehr herstellen. Temperaturbombarde, Brandbombarde, Bombarde 3. Ich habe da irgendwo Kalverine 4 oder sowas. Hier. Genau, wir haben nicht Kalverine 3. Das heißt, mehr Schaden. Und da können wir sogar welche herstellen. So wird da eine wunderschöne Pistole draus. Deswegen sind wir auch nicht weitergekommen, nicht? Dann können wir noch eine herstellen. Okay. Ich halte meine Esse heiß. Er hält seine Esse heiß. Das ist gut für ihn. So, und wo ist die Händlerin? Da. Können wir nämlich das... Willkommen. Bleibt doch ein wenig. Mein Vogel und ich fragen uns, was ihr auf eurem Schiff habt. Ihr seht aus wie ein Sittich, der sich gerade geputzt hat. Euch hat wohl auf hoher See das Glück gefunden. Die Winde waren mir heute hold. Ja, die Winde waren freundlich, aber sie finden nicht zu allen. Ihr müsst die Gabe des Meeresgottes besitzen. Natürlich. Das Geld findet immer wieder einen Weg in meine Tasche.
Und oh, meine. Mist, verzeiht. Ich heiße Melatti. Ich erkenne gute Qualität. Und das Glitzern in euren Augen sagt mir, dass auch ihr Adleraugen habt. Natürlich. Und mein Vögelchen zwitschert mir, dass ihr ein guter Partner seid. Und er irrt sich nie. Gut genug der Formalitäten. Wir sind jetzt beste Freunde. Kommt jederzeit wieder. Ach so, beste Freunde. Natürlich. Metallisiertes Pulver. Diese Gewürze sammeln sich nicht von selbst. Also ran an die Arbeit. Machen wir. Die Aufgaben klingen auf jeden Fall schon mal spannender als die anderen. Die waren schon sehr wiederholend jetzt. Okay, alles sehr teuer bei ihr. Wir können das verkaufen, aber nö. Schade, dass ihr geht. Aber ich bin sicher, wir Thanks for the help. Wieder. Warum ist da ein Chatfenster? Oh, und wir haben Post, oder? Nee. Du hast keine Post. Weil der eben gelb leuchtete, als ich vorbeigelaufen bin. So, an Bord gehen. Aber noch nicht die Segel setzen, das Schiff verwalten. Die Panzerung. Oh ja, guckt mal. Bam. Allein die Panzerung ist doppelt so hoch. Allein dafür hat es sich schon gelohnt. Da ist das Schiff fast auf Level 8 drauf. Das ist natürlich klasse. Das ist die Ausstattung. Ich glaube, da haben wir auch nichts Neues bekommen, oder? Ziel Entfernung, Reparaturwaffen, Beschleunigung und der Gong und die anderen Sachen sind so... Wir reparieren außerhalb Reparaturwaffen, Projektilgeschwindigkeiten... Ah, ist so semi-interessant. Schiffsverschönerung haben wir immer noch keine neuen. Brauchen wir also auch nicht ändern. Dann gehen wir auf die Waffen. Mörser nach vorne. Reparaturbombarde wäre an sich einfach besser. Aber was hilft uns das? Nix. Dann zur Seite. Die hier, nicht? Die Kalverine 4. Macht nicht viel mehr. Wir haben aktuell die Kalverine 3. 45 gegen 75. Aber Randa. So, und auf der anderen Seite haben wir gerade die Basilisk. Kalverine 4 ist deutlich besser. Achso, ja, die da natürlich. Zack. So, nach hinten habe ich die Torpedos. Ich würde ich auch beibehalten. Oder eine normale Kanone? Nee. Und Mörser 1 haben wir. Damit sind wir... Ja, knapp unter Level 8. Aber ein bisschen stärker geworden. Reparieren brauchen wir nicht. Bomben, Bombarde. Mörserbomben haben wir keine mehr. Die wären wichtig. Hat die hier niemand? Wo kann ich denn sehen... Wer Mörserbomben hat. Dazu muss ich nicht in die Belohnungen, sondern in die Fracht. Diese Marodeur, wir schlagen fast den nächsten Rang auf. Größe mittelgroß. Nee, Archiv. Das heißt, ich kann ohne irgendeine Bestenliste Strecke. Aha. Wow, 901, schneller geht nicht. Große Bestenliste, Event-Info, Aufträge, Yachttragen, Regatta-Rennen. Okay. Das interessiert mich aber nicht. Herausforderung, ah. Schließe 4 Herausforderungen ab, einmal in der Woche. Oh, es ist einfach zu viel und zu viel durcheinander, nicht wahr? Kann für manche ist es sicher spaßig, sich da reinzufuchsen, aber wenn man nur eine Woche mal spielt, wenn es free to play ist, dann sind die Sachen halt einfach sinnfrei. Ja, dann reden wir nochmal mit der Händlerin, oder? Wo waren die hier? Nach oben, ah, deswegen. Die hatte ja keine Waffen. Der Schmied hatte auch keine.
Kürzlich kaufte ich eine von diesen grünen Stachelfrüchten. Provianthändlerin, die wird das auch nicht haben. Wisst ihr eigentlich, dass ich diejenige bin, die hier alles schmieren kann? Bombarden, Torpedos, Mörserbomben. Doch. Ohne Munition wird das aber nichts mit eurem Auftrag. Sehr gut. Kanonenkugeln, ich hole mal trotzdem noch ein paar. Torpedos, die waren auch fast alle nicht. Ballisten brauchen wir nicht. Reparaturset. War auch noch mal ein paar. Oh, aufgewertetes. Hat eigentlich nur das normale. Wasser. Soll ich unbedingt. Was ist denn das Wasserfass? Segelgeschwindigkeit generell um 15% erhöht. Vielleicht schwimmen ein paar Reparatursets auf dem Meer. Ah, das um 10, das um 15. Aber wollt ihr darauf wetten? So, wie viel Geld habe ich jetzt ausgegeben? 72.000. Ich habe 30.000 heute ausgegeben. Wow. Aber hat sich hoffentlich auch gelohnt. Oh, und da hören wir wieder Gerüchte. Schon mal das Kmoi-Anwesen besucht? Beim Kmoi-Anwesen gibt's einen Schatz. Doch niemand traut sich dahin. Das Ding ist verflucht, sagt man. Seitdem diese Familie aus Holland bei einer ihrer komischen Hochzeiten verschwand. Thronmarker, oder? Das war ungefähr zur Zeit des Überfalls. Chuda, die Schiffsbauerin, war dort, aber sie spricht nicht gern drüber. Okay. Also Geister. So, und Segel setzen. Und wir wollen wirklich Segel setzen. Wir sind bereit, Asien zu erobern. Welche Aufgabe machen wir denn zuerst? So, mal reingehen. Wir haben hier richtig viele aufgenommen. Hier, Niederländisch-Indien. Fangen wir mit der Level 5 Aufgabe ab. An. Mattes Pulver. Nachforschung. Okay. Oh. Ich hasse auch, dass man nicht im Pausenmodus zum Beispiel ist. Wir beschaffen die Waren rasch und sind schnell wieder an Land. Ja, ja, ja. So, wo müssen wir denn dafür hin? Da oben zum Beispiel. Das ist so eine Handelsroute nach meinem Geschmack. So, wie komme ich da am besten hin? Wir sind hier. Ah, ich weiß noch, hier gab es mächtige Piratenschiffe. Ja, die reißen sich alles unter den Nagel. Da mussten wir immer ein bisschen mehr Ausschau halten als woanders. Aber wir sind auch inzwischen stärker. Den Paddegewang hatte ich damals noch gar nicht. Reimende Beute. Oh oh. Ist da drin? Okay, Münzen. Level 6. Brechstange 2, Kakao. Ja, jetzt brauchen wir wieder mehr die Wracks, die waren hier wichtig. Jawoll. Noch ein Wrack. Schellack und sowas. Die Musik ist voll entspannt. Hier ist irgendwie gemütlicher, nicht wahr? Oh, wo ist die schöne Musik hin? Was ist es denn? Reich Rempaff. Handelsschiff. Aber da ist ein
Level 8 Pirat. Wir sind ja stärker. Mal gucken, ob wir es schaffen. Okay, er ist auf jeden Fall immer noch stärker. Okay, gegen die haben wir einfach null Chancen. Dabei sind wir zwei Level fast höher. Das ist echt unglaublich. Jetzt müssen wir warten, bis er kurz loslegt. Und spawnen wir nämlich genau in ihm. Der ist auch schneller. So, wo ist unser Zeug? Da vorne. Segel hoch, Leute! Oh, die kämpfen miteinander. Das ist natürlich gut. Wenn zwei sich streiten. Und schnell weg. Oh, abdrehen. Haben wir noch Wasser? Noch Wasser. Okay, er hört auf, oder? Oh oh. Selbst versenkt. Okay. Dem sind wir entkommen. Puh. Also hier sind wir eher die Gejagten als die Jäger, nicht? Eieiei. Wir sind gerade so aus dem Hafen gekommen. Ja, ich kann mich erinnern, als wir schwächer waren, war das echt tödlich. Weil man sofort versenkt wurde, wenn man da rausgefahren. Das war ziemlich beschissen. Gedicht eines Schiffskoch. Wow. Das haben sie nicht so gut designt. Dort scheint es kostbare Metalle zu geben. Ayo, nicht reden, arbeiten. Es zöckelt. Was haben wir hier? Nur Mist. Auf der Pferde. Was bist du? Ein Segeleichter. Ist richtig so ein Schiffsfriedhof, nicht? Bring das zu Ende und beim nächsten Landgang gebe ich einen aus. Jawohl. Alles nehmen. Oh oh. Jawohl. Ihr seid bald alle tot. Den kriegen wir wenigstens. Alle Leibe, Kapitän!
Und euch will ich eigentlich nicht versenken. Aber ihr seid feindlich, von daher müsst ihr leider weichen. So. Ein bisschen Beute gemacht. Verwerfen, Weltereignis aktiv. Neue Lieferung an Rempemp. Brauchen wir nicht. Piraten sind jetzt böse. Okay. Was kann das sein? Bruder! Ein Kriegsschiff der Rempa! Wo ist denn der nächste Hafen hier? Hier ist nirgendwo ein Hafen. Ich glaube, das ist der nächste Hafen hier hinten, nicht? Shit. Ja, das war in der Gegend echt beknackt. Oder hier oben war irgendwo noch eine, da hinten. Aua. Upsi. Ich darf die nicht rammen. Okay. Können wir denn hier was kaufen? Mörserbomben. Ich weiß nicht, warum ich da so ein Symbol habe. Soll ich die Sachen kaufen? Können auch die Sachen hier alle verkaufen, nicht wahr? Das brauchen wir alles gar nicht mehr. Vanille mögen die auch. Komm, dann kriegen die jetzt auch Vanille. Ja, wir können uns halt nicht reparieren hier. Ja, wir müssen da hinten durch. Ist gut, dann nehmen wir doch die Abkürzung. Ja, Holz, Schmolz. Jetzt wäre dieses Reparaturding vielleicht gar nicht so verkehrt in diesen Regionen. Sodass wir, auch wenn es immer außerhalb des Kampfs nur 1% ist. Nee, ich will nicht Durien sammeln. Da ist Holz. Es geht, glaube ich, um die hier, nicht? Nee. Manila-Hand. Nee, haben wir auch genug. Wir brauchen halt ein Schiff, was auf dieser Handelsroute hier fährt. Oh. Sorry. Das war jetzt keine Absicht. Au. 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 Die in ihre scheiß Raketen. Au, die treffen auch noch. Nur weil ich aus Versehen ein Schiff gerammt habe. Na, so nachtragend. Pfuh. Schnell flüchten. Gefühlt sind wir einfach nur schwache, kleine Kanonenfutter-Dinger hier in der Region. Aber auch in der anderen. Was hat der? Schmelzofen. Kiste voller Torpedos. Ich weiß gar nicht, wie viel habe ich denn? Reparatursets 3. Ich auch nochmal. Ich brauche mehr davon. Wasserfass. Die haben hier echt alle Wasserfässer. Abgrund 1. Bauplan für eine Panzerung. Gegen Feuer und Durchschlag. Und explosiv. Oh, ich glaube, das wäre wichtig. Was brauchen wir dafür? Corsair 1. Dann können wir auch Rakete 2 hier bekommen. Nee.
Ich weiß nicht, wie viele Kanonen wir haben. Ich hole mal lieber neue. Ich habe, glaube ich, ziemlich viel verballert. Sehe ich denn das, wie viel ich habe? Jetzt mal Archiv wieder wegklicken. Danke. Wahrscheinlich nur, wenn ich an Schiff rangehe, nicht? Na, hier liegen auch noch Kanonenkugeln. Sehr gut. Oder im Lager. Genau, im Lager können wir auch gucken. Was haben wir hier? Raketen. Ja, nehmen wir auch auf. Ist anscheinend für irgendeine Quest... Oh nein. Ist das UI wieder abgekackt? Nee. Boah, ich dachte gerade schon. Okay, die Durien können weg. 350 Torpedos. Puh. Mörserbomben haben wir. Raketen. Kanonenkugeln. Okay, das passt alles. Geborgene Güter und eine Silberkiste. So. Öffnen. 900 Silber, immerhin. Stimmt, ich habe auch eine Silberkiste verloren, nicht? Aus der Quest. Kacke. Ich habe hier auch noch welche. Immer 1600 da drin. Hier geht's nicht weiter. Kann man irgendwo hoch und dann kann man da runterrutschen dahin. Das war nämlich so eine riesige Tempelanlage. Ich glaube, soll das Angkor Wat sein hier? Dann sind wir doch in Myanmar, nicht? Das kann natürlich sein. So, bist du? Ich glaube, jetzt ist das UI weg, oder? Oh nein. Ach Mann, ist das beschissen, Alter, dieses Game. Oh wirklich, das ist so eine Rotze mit dem UI, dass das einfach dann nicht mehr geht und nicht mehr triggert. Gerade wenn man ans Lager geht, passiert das oft, habe ich im Gefühl. Oh Mann. Dann darf man es beenden, dann muss man neu starten, dann muss es sich mit Server verbinden. Oh. Wenn das Spiel wenigstens so in 15 Sekunden starten würde oder nicht, dann wäre es alles egal. Aber es ist einfach so lahmarschig. Kann man einfach so nebenbei ein kleines Nickerchen machen. Ich habe schon längst auf Starten gedrückt, nicht? Das, der Launcher, der lädt im Hintergrund. Dann wird das Spiel gestartet. Und, dann kommt der Splash-Screen. Oh, dann geht's auf. Und es kann nicht mehr abgegriffen werden. Warum? Schilmer, Alter, um es in der Sprache der Jugend zu sagen. Ach, jetzt wird's abgegriffen. Das ganze Spiel Schild, ja. Verbindungsaufbau. Kostenloser Zugang. Fortsetzen? Fortsetzen. Wenigstens müssen nicht immer wieder Shader kompiliert werden. Das wäre auch noch so ein Ding. So. Nee, ans Lager gehe ich jetzt nicht. Wir wollten hoch in den Tempel. Durien ist ja diese Stinkfrucht hier, nicht? Das Wasser. Da Wasser nasser ist, nehmen wir es mit. Anstatt einfach das ganze Fass mitnehmen, nicht wahr? So, was war denn das hier jetzt? Torpedos. Nehmen wir auch. Das Piratenfeuer sieht auch auf jeder Insel gleich aus. Da hat man auch zum Beispiel so ein bisschen das mehr lokalisieren können für die Region, in der man ist oder so. Man kann auch irgendwie noch weiter auf diesen Tempel rumlaufen. Der ist riesig, der Komplex. Hier ist das zweite Lager.
Kontaktperson, Kochstelle, Oberhaupt. Hallo, Captain. Salam, Captain. Kanonenkugeln, Reparatur, Rosalpeter. Wow. Ihr braucht unsere Waren? Was haben wir hier? Argus. Batik. Hm. Speere, nee. Brauchen wir alles nicht. Kampfer. Ja, den nehmen wir mit. Ah, wo geht denn es hoch? Irgendwo muss noch hochgehen. Kann aber auch sein, dass ein anderer Tempel war. Da kommt man oben, da oben langlaufen. Musste man so eine Rampe hoch. Das ist nicht der hier. Okay, dann gibt es noch einen anderen. Krass. Ich hätte gedacht, das ist der hier gewesen. Wo soll denn der andere gewesen sein? Denn so viel Region gibt es hier nicht, wo man anlanden kann. Hier, Prei, die verlorene Stadt. Dann ist es das Ding. Okay, aber was müssen wir... Oh, die... Ja, durchaus haben die hier auch die Gewürze. Also die können wir auch kaufen, nicht? Ich muss die, glaube ich, gar nicht beschaffen. Komm, dann kaufen wir die. Wir müssen hier nicht immer kämpfen. Warum habe ich eigentlich... Ey, warum habe ich denn diese hässliche französische Flotte vorne dran? Nee, das will ich weg haben. Oh. Hätten die mir rangehangen? Nee. Schiff verwalten. Schiffsverschönerung. Ach so, weil ich nur die habe, nicht? Die oder die? Dann nehmen wir die schöne. Okay, den chinesischen Drachen. ...2500 kostet das. Und das Ding? 3000. Will nicht wissen, wahrscheinlich kostet ein Paket 99,99 oder so. Reparieren wollte ich uns noch. Ups. Nee, nicht Schnellreise. Obwohl, Schnellreise? Nee, wir brauchen die Gewürze ja hier. Kakao und Gewürze. Habe ich die nicht im Inventar? Und direkt kaputt gefahren. An der ersten Kurve. Wir dürfen mal... Anwesen soll eine dunkle Vergangenheit haben, Captain. Ja, ja. Die Schiffsbauerin Judah Deski war wohl mal dort, bevor es spukte. Dürfen wir nur nicht aus Versehen... Ja, ja. Wir dürfen niemanden rammen. Turm gesichtet! An Nachbau! Oh, oh. Der könnte uns gefährlich in den Weg fahren. Der Händler dort hat kostbare Fracht. Nein, 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 Junge. Schnell interagieren. Dann ist er schuld. So, Gewürze. Ich weiß gar nicht, wie viel muss ich kaufen? 20 waren das, nicht? Ja. Und Kakao müssen wir besorgen. Da unten in der Siedlung gibt es auch noch welche. Hm. Ja, die haben hier irgendwie nichts dabei gehabt. Ah, doch, der da. Ich will hier raus. Kann eh nichts machen, nicht? Außer sie ran. Oh, ihr wollt auch kämpfen? Sorry.
Euch wollte ich eigentlich nicht. So. Schnell noch mitgenommen. Oh ja! Ihr verflucht diesen Tag noch! Dürfen nur nicht zu dich dran fahren. Okay, 13 Gewürze. Aua! 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 Diese kleine Wespenstiche, die sehr doll wehtun. Oh, war das ein großes? Nee, ein Zweier. Okay. Oh, wartet mal. Da vorne ist, glaube ich, auch ein Turm, oder? Ja, ja. Wir müssen hier direkt rechts weg. Ah, ja, ja. Au, 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 au. Boah, sind die penetrant, die Dinger. Ein Fischerboot der Rennfahrt. Der hat nix. Der hat auch nix. Ah, wir kommen nicht ran an ihn. Ach du Scheiße. Feuer eröffnen! Renko, Kapitän! Nicht mehr lang und sie sind Fischfutter! So. Ich wollte es nicht plündern. Eigentlich. Aber uneigentlich ist es okay. Ach du Scheiße. Von überall. Wasser. Die haben diese komischen Waffen. Oh, weg, 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 weg. Können nicht so aufs offene Meer mit diesen Pipi-Schiffen. Dann können wir uns weiter um diese Handelsroute hier kümmern. Oh, die kommen noch hinterher. Noch mehr. Oh, was haben die alle für Wahrnehmung? Den bräuchten wir. Ey, dann kommt immer aus diesem scheiß Turm nicht raus. So. Jetzt neutral. Wunderbar. Sehr gut. Jawohl, geändert. Wunderbar. Den kriegen wir nämlich eine extra Beute. 14 Gewürze. Wow. Gut, die sind tot. Die haben die Niederlage schon vergessen. So, wo geht die Handelsroute lang? Nach Süden. Ich muss halt nur aufpassen, dass hier nicht irgendwo so ein Segel, was mir gefährlich ist, auftaucht. Jetzt ist natürlich Nebel. Wie kommt man am besten raus? Mit R. Okay, wenn man in R ist, dann mit R. Okay, die Handelsroute führt um die Insel rum. Und dann zu dieser Stadt. Aber okay, die Aufgabe, ich glaube,
Da brauchen wir noch Kakao, nicht? Das ist okay. Ich glaube, das haben wir. Die Handelsschiffe bald aufbrechen, Kapteni. Ich. Hallo? Hallo, UI. Manchmal reagiert es einfach gar nicht, nicht? Da kommt eine Meldung. Irgendwie Weltereignis. Man kann nichts machen. Und dann hängt das ganze UI. Pff, das ist einfach. Schmelzofen. So. Ich wollte. Weil hier brauchen wir Gewürze und Kakao. Und ich glaube, den habe ich alles schon da. Alles für den Schmied. Ach so, Mörserbomben und Raketen sollen wir ihm kaufen. Sehr viele Mörserbomben. 700. Oh. Okay. Aber warte, dann fahren wir zu der da. Oder dahin. Da sind wir natürlich gerade davor. Das passend. Es ist soweit. Segel aufziehen. Ja. Genau gegen den Wind. Wow. Ich repariere mich mal. Falls gleich irgendwas kommt, haben wir ein bisschen mehr Rückhalt. Drehen. Volle Segel, volle Pracht. Ein richtiger Kanal, oder? Bei diesem Wind kann uns nicht reinholen. Nebel voraus! Was zur Kuckuck ist das? Kapteni, Fischerboot in der Schiff. Ein Segelleichter! Ein Segelleichter! Ist der leichter? Wir stoßen jetzt nicht zusammen. Ich glaube, wir können die Wracks looten hier. Das ist das. Das ist das Einzige, was Sinn machen würde. Das heißt, auf der Insel hier, da wäre ein Wrack. Oh, oh. Oh, nee, 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 nee. Der hat uns schon im Blick. Ach, Kacke. Oh, dann können wir wenigstens abhauen. Da ist auch einer. Scheiße. Captain, ein Konvoi-Handelsschiff segelt in der Nähe. Er ist schön. Können da ruhig segeln. Will ich nur nicht. Okay, an das Ding kommen wir nicht ran. Wo ist das nächste Wrack? Da. Holen wir uns das. Wer ist er da vorne? Was ist das, Captain? Okay, die sind okay. Treffer, Kriegsschiff! Segelleichter gesichtet! Wunderbar. Zerrissene Segel plündern? Nein, ich will nicht zerrissene Segel plündern. Ich will... Na komm, gib mir die Segel, damit ich das aufbrechen kann. Jawohl. So, was ist hier drin? Kiste voller Bombe für Bombarden. Wow, eine. Das bringt mich hier bei der Aufgabe richtig voran. Ganz ehrlich, in der Region haue ich mehr Bomben raus, als ich einsammeln kann, glaube ich. Oh, drei wachsen nebeneinander. Das ist natürlich nett. Segel aus, das Kriegsschiff könnte interessant sein. Und das Schiff aus dem Wind. Segel einholen. Zwei. Wow. Ich brauche nur noch 700. Lass sie den Wind fangen. Da, am Horizont. Segel. Kapitän. Ja, überall. Was haben wir hier? Zwei. Aber diese Schraube, die ist gut. Die brauchen wir, wenn wir bessere Waffen herstellen wollen.
finde, darf's behalten. Tja, aber so richtig, ich glaube, bringt uns das hier nicht wirklich weiter, die zu plündern, die Wracks. Dann fahren wir jetzt hier hin, kaufen das. Handelsgesellschaft. Oh, was denn hier? Ein Händler kommt bei. Ich meine, der liegt direkt vor uns. Ich meine, was wären wir für ein Pirat, wenn wir es uns nicht mal angucken würden? Wir werden wahrscheinlich Level 12 sein. Wir werden sie nicht besiegen können. Wir müssen abdrehen. Alles okay. Aber wir haben wenigstens hingeguckt. Und wenn nicht, fahren wir eh in die Richtung von diesem Ding da. Zum Kaufen von Sachen. Hier haben wir auch noch irgendwas. Öl-Opus. Also passt es so oder so. Ups. Da guckt man eine Sekunde nicht hin. Und der Wind dreht einen total weg zur Seite. Ein was? Ein Madi Krankrang? Das da sind die, oder? Nee. Da sind die. Ich meine, das ist ein Weltereignis. Da sind vielleicht auch andere Spieler. Na, so geht er besser. Okay. Das ist eine Riesenflotte. 11. Ja, zu viele, nicht? Nicht zu dicht dran fahren. Wir fahren weiter zu dieser Siedlung erstmal. Da kein anderer Spieler hier in der Nähe ist. Drei Level 11 Schiffe. Ich kriege ja nicht mal ein Level 6 Schiff hin. Von denen habe ich da gerade ein bisschen Respekt. Ah ne, ist ein Spieler. Er greift jetzt unsere Siedlung an, wo wir kaufen wollen. Nein! Ah, das ist ein richtiger Ausguck. Da können wir mal richtig anlanden. Da, guck mal. Hallo. Sprengt die Türme. Diese elenden Dinger und wir bezahlen euch gut. Versprochen. Das werde ich wahrscheinlich auch nicht machen können. War da gerade links ein Delfin riesiger? Okay. Ich dachte, ich kann da, naja, kaufen. Was haben wir denn hier? Reparatursatz. Hä? Aber... Kein Wort zu niemandem. Okay, der war nicht für meine aktuelle Aufgabe. Der hatte nur eine neue Aufgabe. Oh Mann, wie ich das hasse. So, Stielmunition von Kriegsschiffen für den Schmied. Verzierte Spezialmunition kann beim Entern von Schiffen der Handelsgesellschaft erbeutet werden. Okay, wir müssen eh die Schiffe
Also, das heißt, wir kommen gar nicht drum herum, hier Schiffe zu zerstören. Verstehe. So, und wir brauchen hier Schiffe. Die da heißen wie? Wo sind wir? UI lädt wieder nicht. Wir sind hier. Wir müssen nach Süden. Die Segel hoch! Vorsicht! Schiff in sich! Dann will ich keine Piraten. Und die heißen dann Handelsschiffe der Handelsgesellschaft. Okay. Ich meine, die werden ja markiert. Das werden wir schon sehen. Was habe ich da markiert? Achso, das andere Ding. Markierung weg. Eine Markierung auf Land geht auch nicht weg und solche Sachen. Können auf jeden Fall noch mal einiges nachlegen. Oh, das ist noch was Unerkundetes. Ich dachte, ich hatte alles erkundet. Was bist du denn? Nee, Kriegsschiff. Uninteressant. Er beobachtet uns auch nur. Ich glaube, die niederländische Handelsgesellschaft Boote muss ich angreifen. Kapitän, da ist es, das Schiff, das wir suchen. Na dann. Wenn es das Schiff ist, was wir suchen, dann können wir das doch machen. Jawohl, schnelle Plünderung. Okay, jetzt müssten wir die Waffen erbeutet haben, hoffentlich. Nee. Okay, aber die verzierte haben wir. Aua. Wer schießt denn da auf uns? Ein Turm oder was? Wow. Der hat ja richtig reingehauen. Okay, die Batterieschiffe, die brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen Handelsschiffe. Boah, Level 10 vor. Wo sind wir? Ja, okay. Aber richtige Richtung. Von Handelsschiffe. Bist du ein Handelsschiff? Handelsschiff. Komm, markier's. Ach du Scheiße. Okay, alles wird uns tot sehen. Aua. Aber der da hinten, ja, der ist ein Problem. Der sich gerade einmischt. Wo ich es nicht gebrauchen kann. Oh, Kacke. Ich muss mich... Ich bin tot. Boah, war das Glück. Weil wir fahren genau auf einen Level 10 Turm zu.
Reparieren. Verstanden, Kapitän. Hilfe! Puh. Ich kann nicht gegen beide kämpfen. Gegen den einen wäre möglich. Heb die Segel aus dem Wind! Los! Aber der andere nervt halt da hinten. Hier sind zu viele von diesen starken Piraten, gegen die man nicht bestehen kann. Die immer dafür sorgen, dass man seine Quests nicht erfüllen kann. Das ist echt beschissen. Vielleicht können wir den... anlocken. Segel runter! Und jetzt! Was macht das Schiff da? Bringt uns näher ran! Segel hier auf den Meeresgrund! Ah, der hat auch schon wieder... Oh, 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 oh! Fahr doch! Fahr doch! Fahr doch! Segel ist nicht schön! Feuer! Boah. Bin gerade noch weggekommen. Warum sind die mal sofort neutral? Ich greife euch an! Locken. Leute! Die segelt wieder, Captain! Alles repariert! Oh, der Turm! Ey, dreht nicht wieder ab! Jawohl. Feuer! Jawohl. Dreißig Mörserbomben. Okay. Das ist nur eine scheiß Stelle hier. Genau zwischen den Türmen sollte ich vielleicht die nicht abfangen. Vielleicht. Getroffen, Captain! Ja. Er segelt weg. Das ist gut. Hey, da drüben! Das geht auch! Unser Ziel! Da drüben, Capelli! Sehr gute Treffer. So ein kleines Schiff ist doch viel, viel besser. Hier schön draußen. Kugeln. Aber wir sind Korsar. Das hat sich gelohnt. Ich würde sagen, wir sind ziemlich ramponiert. Wir fahren erstmal wieder einen Heimathafen an und sehen uns in der nächsten Folge wieder.